Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening. Heute öffnen wir das Turbo Pack 4 in deutscher Auflage. Und was wir daraus ziehen werden, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, Turbo Pack 4, lang ist's her. Na, war so 5Ds Zeit. Es ist halt wie bei den alten Tournament Packs und Champion Packs. Wir haben hier drei Karten drin. Keine Holo garantiert. Das war, glaube ich, erst ab den OTS Tournament Packs so. Was will ich hier draus ziehen? Tragödia wäre cool oder Tiefseetaucher, genauso wie das Zwangsevakuierungsgerät. Die gehen alle so zwischen 15 und 20 Euro. Teurer wird es nicht in dem Set, aber das ist auf jeden Fall nice. Aber Tragödia wünsche ich mir auf jeden Fall. Wir haben hier 19 Booster, ein Holo wäre cool und wenn es halt Tragödia wäre, wäre das optimal. So, lange Rede, kurzer Sinn. So. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an den lieben Erik, ja, von dem habe ich das Ganze ja auch die Openings, die da kommen werden oder schon gekommen sind, ich weiß nicht, ich nehme das alles an einem Tag auf, die ganze Sendung mache ich an einem Tag auf und tue das dann halt im späteren Verlauf dann stückweise hochladen. Also, wir haben das Schwarze Loch, wir haben den Oscilloheld und wir haben als Rare fortgeschrittene Ritualkunst. Zweites Pack. Also das ist echt, boah, das werde ich ganz schön schneiden müssen, wenn das so, ich sag jetzt mal, weitergeht. Dass sich das weiterhin so schwer öffnen lässt. So, wir haben amazonische Zauberwirkende. Übungsgelände der Gladiatoren und du namens finstere Hexe aus dem Turbo Pack. Weiter geht's. Boah, ich merke schon, das darf ich alles schneiden. Wir haben Schlüsselstab, das ist eine Karte, die wollte ich tatsächlich ziehen. Ja, ich weiß nicht, ist Schlüsselstab 2 hier auch drin? Ich bin mir nicht sicher, aber den wollte ich auf jeden Fall ziehen. Das ist eine coole Kammen. Wenn ich mich nicht täusche, geht die auch so 2 Euro oder so. Die ist recht gut. Die ist echt recht gut. Dann haben wir das Wattkind und wir haben den Psi-Befehlshaber als Rare. Als nächstes haben wir das Übungsgelände der Gladiatoren. Okay, du namens finstere Hexe. Das ist Scirocco, die Morgenröte. Die ist jetzt zwar eigentlich nichts wert, ja, das ist so ziemlich die wertloseste Super-Rare aus dem ganzen Set, die gibt 2 Euro oder so. Aber trotzdem echt cool. Ja. Einer der schönsten Schwarzflügel überhaupt. Die legen wir uns auf jeden Fall mal beiseite. Dann nächstes Pack. Und ich habe mich noch so gewundert, hey, warum kommt jetzt hier die Rare als zweites? Dabei ist das ja so, dass du auf jeden Fall eine Rare hast. Das heißt, du hast, wenn dann eine Rare und eine Holo. Was quasi den Überraschungseffekt schon ein bisschen verfrüht. Heiliger Strohsack. Ein bisschen verfrüht flöten gehen lässt sozusagen. Weil wenn du als zweites eine Rare hast, weißt du auch, dass du eine Holo bekommst. So. Wir haben das Weiße Loch, Übungsgelände der Gladiatoren und Psi-Befehlshaber. Ja, seht ihr, da wusste man schon direkt nach der ersten Karte, okay, es wird keine Holo werden. Ja, ist einfach so. Wir haben amazonische Zauberwirkende, Schlüsselstab erneut und das Ende von Anubis, richtig cool. War ein bisschen gedamaged, ne, hier. Aber trotzdem, Ende von Anubis ist eine Rare, die wollte ich auch unbedingt ziehen aus dem Turbo Pack. Richtig geil. Haben wir erst letztens gesehen im Ancient Sanctuary Opening. War schon geil. Ja. So. König der Totenkopfdiener. Moki Moki. Und fortgeschrittene Ritualkunst. Gut, also das Ziel, eine Holo zu haben, haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Es ist wirklich die letzte, die ich wollte, auf gut Deutsch, ja. Wenn ich es mir hier aussuchen könnte. Aber, Alter,
Alter. Aber es ist immer eine Holo. Ja. Wir haben Weißes Loch, Oscilloheld und Psi-Befehlshaber. Der Befehlshaber, der scheint uns zu mögen. Wir haben Oscilloheld, Weißes Loch und nochmal das Ende von Anubis. Schwarzes Loch, Wattkind und fortgeschrittene Ritualkunst. Ja, also der Kartenpool ist natürlich sehr begrenzt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten bestand das Set? 30 vielleicht, sowas in der Richtung. Schlüsselstab, Wattkind und das Ende von Anubis. Ihr seht, es wiederholt sich halt wirklich sofort alles. Ja. Das, ja, das ist halt so ein kleiner Nebeneffekt des Sets, aber ich persönlich finde es halt richtig geil. Und ich habe gesehen, wir haben als zweites eine Rare. Ich habe leider ein bisschen gespoilert, das heißt, wir haben eine Holo da drin. Wir haben eine Holo, jetzt ist bloß noch die Frage, welche. Übungsgelände der Gladiatoren. Als Rare haben wir Schwalbenstreich. Tiefseetaucher, geil, die Karte geht 15 Euro, das ist eine, die ich wollte. Richtig nice, Tiefseetaucher in Super Rare aus dem Turbo Pack 4. Was will man mehr? Absolut Mint, richtig geil, einfach richtig geil. Wir machen weiter. Zwei Supers schon, beziehungsweise allgemein zwei Holos. Ich bleibe gespannt. Wir haben Wattkind, Schwarzes Loch und fortgeschrittene Ritualkunst. Ach, die Ulti wäre schön. Ich hatte ja beim Tournament Pack 5 schon so einen Luck. Da habe ich ja die Ultra Rare gezogen. Ja, Luminous Soldier. Das war auch nice. Schwarzes Loch, Wattkind und Schwalbenstreich als Rare. Schwalbenstreich haben wir tatsächlich noch nicht so oft gesehen, ne? Wir haben Schlüsselstab, Schwarzes Loch und das Ende von Anubis. Also Schlüsselstab ist tatsächlich meine Lieblingskamen aus dem Set. Ja, ist auch was ganz Besonderes, ist ja ansonsten tatsächlich nur im WPL-Fall erschienen, im World Championship Promo Pack 2011. Wir haben Moki Moki, Schlüsselstab und du namens Finstere Hexe. Wir neigen uns doch schon dem Ende zu. Nur noch drei Booster. Wenn wir noch eine Holo kriegen, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Wir haben Weißes Loch, Oscilloheld und Schwalbenstreich. Vorletztes Pack. Vorletztes Packs. Wir haben Schlüsselstab, Wattkind und das Ende von Anubis. Und das letzte Pack. Kriegen wir noch eine Holo? Kriegen wir noch? Komm, wir kriegen noch eine Holo, oder? Wenn ich das predikte, lässt mich mein Glück sowieso immer im Stich. Also. Aber ich predikte mal, wir kriegen noch eine Holo. Also, wir haben Weißes Loch. Ah, nein, haben wir nicht. Wir haben das Übungsgelände der Gladiatoren und wir haben ein weiteres Mal Schwalbenstreich. Ja, zwei Holos haben wir gezogen aus dem Set. Richtig cool. Eine der billigsten und tatsächlich eine der teuersten Super Rares. Richtig schön. Schade, dass es nicht die Ultimate geworden ist. Ich hätte es gefeiert. Die Beauty Shots waren aber schön und das Opening hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ja, ich werde die Kamera jetzt wieder laden und dann mache ich direkt mit dem nächsten Turbo Pack weiter. Für euch wird es wohl ein bisschen länger dauern, bis ihr dann das Video seht. Aber richtig coole Sache. Ich hoffe, euch hat das Opening genauso gut gefallen wie mir. Und ja, wir sehen uns zu einer weiteren Folge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.